Das wichtigste Thema für Einkauf und Verkauf von Immobilien. In diesem Video werden wir uns mit dem Thema Wertermittlung beschäftigen. Die Wertermittlung, also die Bewertung einer Immobilie, und das ist ein so mächtiges, ein so großes, ein so wichtiges Thema. Und dazu zuallererst mal ein paar Grundlagen. Die erste Grundlage ist, bewerte bzw. verkaufe niemals, niemals, niemals eine Immobilie, die du nicht vernünftig von A bis Z bewertet hast. Das ist eine Grundregel, das ist eine Richtlinie. Da geht kein Weg dran vorbei. Solche Spielchen wie den Wunsch des Verkäufers zu akzeptieren oder zu sagen, ja, das kriegen wir schon hin oder ja, wir probieren das einfach mal. Das machen Schwächlinge. Das machen Leute, die keine Ahnung haben. Das machen Leute, die keine Werte haben. Das machen Leute, die nur Aufträge bekommen wollen. Und wer nur Aufträge bekommen will, wird die Zeche bezahlen durch hohe Marketingkosten, durch einfach Immobilien, die lange in deinem Portfolio liegen und die nicht verkaufbar sind. Und du wirst am Ende des Tages deinen Ruf damit auf extremste Art und Weise schädigen. Und da beißt die Maus keinen Faden ab, dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Es macht einfach keinen Sinn. Es gibt keinerlei Begründung dafür und leider Gottes gibt es viel zu viele Makler da draußen, viel zu viele Firmen da draußen, die genau diese Strategie propagieren. Wir machen das einfach mal. Monatelang sind Immobilien im Markt und Verkäufern wird einfach die Hoffnung vorgegaukelt, ihre Immobilien zu diesem oder ihre Immobilie zu diesem Wunschpreis in irgendeiner Weise verkauft zu bekommen. Das Endergebnis ist immer dasselbe. Der Makler ist der Depp. Der Makler hat keine Ahnung. Der Makler hat mir versprochen. Der Makler hat gesagt, er verkauft die zu diesem Preis. Meine Frage, würdest du zu diesem Preis die Immobilie selber kaufen? Kannst du dem Verkäufer hier ein Versprechen abgeben, dass er zu diesem Preis seine Immobilie verkauft bekommt? Oder geht die Person, der Makler, nur hin und lässt die Person in dem Glauben, dass er zu dem Preis verkaufen kann, damit er einen Auftrag bekommt? Und das ist der einzige Grund. Der einzige Grund ist, einen Auftrag zu bekommen. Und der Punkt ist, ist das wirklich das Ziel, einfach jede Menge Immobilien zu verkaufen oder beziehungsweise Hoffnung, die Hoffnung zu haben, zu verkaufen? Nein, im Ergebnis ist das nur eins, nämlich Hoffnungsmakelei. Jetzt kommt die andere Seite der Medaille, dass der Verkäufer vielleicht sagt, ja, die Makler, die wollen mich ja nur runterhandeln und der will ja nur schnell die Immobilie verkaufen. Ja, genau darum geht es. Denn eine Sache ist Fakt, nächste wichtige Grundregel, ist der Kaufpreis um 5 oder 10% zu hoch, sinkt die Nachfrage in dem jetzigen Markt 2023, im Sommer 2023, wird die Nachfrage sinken um bis zu 70%. Wenn nicht sogar aktuell die Nachfrage komplett zum Erliegen kommt, wenn du nicht mit einem seriös ermittelten Wert in den Markt gehst. Deine Entscheidung, wenn du der Meinung bist, du willst dieses Spiel so spielen, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Du wirst auf die Glocke bekommen. Du wirst die Immobilien nicht verkauft bekommen. Vor allen Dingen auch gerade Objekte, die renovierungs- oder modernisierungsbedürftig sind, du wirst sie nicht verkauft bekommen. Punkt, aus, Ende. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Und wenn du ein Portfolio hast, von 15, von 20 oder 25 Objekten, Objektbestand, und du bekommst sie alle nicht verkauft, dann hast du ein Vorhalten von Marketingkosten,
Du schiebst die Dinge vor dich her, du wirst schlechte Laune bekommen, die Lust verlieren, diese Immobilien überhaupt zu vermarkten, weil sozusagen dein Objektbestand gar nicht handelbar ist. Da frage ich mich, was hat das mit einer professionellen Arbeitsweise zu tun? Nämlich gar nichts. Das nur so mal als kleines Vorwort. Also, eine wichtige Grundregel ist, hör auf, Auftragssammler zu sein, fang an, verkaufbare Immobilien reinzuholen und das auf der Basis einer soliden und professionellen Bewertung. Kommen wir zu dem Thema Bewertung. Es gibt unendlich viele Tools auf dem Markt, wirklich super viele. Ich will sie gar nicht alle beim Namen nennen. Viele Wege führen nach Rom, ja? Aber eins ist wichtig, du musst das Konzept von Wertermittlung drin haben. Du musst das beherrschen. Und ich meine hier nicht das Konzept eines Gutachters, weil das Konzept eines Gutachters zur Bewertung einer Immobilie hat einen ganz anderen Zweck, hat ein ganz anderes Ziel. Weil da kommt ein Mensch und der schaut sich deine Immobilie an. Und dieser Mensch, der den Auftrag einem Gutachter erteilt, der will den Wert der Immobilie wissen. Der will vielleicht gar nicht verkaufen. Der braucht das für ganz, ganz andere Zwecke. Als Immobilienmakler geht es darum, einen Marktwert zu ermitteln, zu dem Preis die Immobilie auch verkaufbar ist. Das ist der Zweck. Also den Wert zu ermitteln, zu dem ich die Immobilie tatsächlich verkaufen kann. Jetzt könnte eine böse Zunge behaupten, ja, das kann ja keiner wirklich wissen. Doch, das kann man sehr, sehr gut und sehr, sehr schlau ermitteln. Denn ein Grundgesetz steht auch fest. Ist der Marktwert der Immobilie richtig? Unabhängig der Tatsache, was es jetzt für eine Immobilie ist, ist der Marktwert korrekt ermittelt? Ist die Wahrscheinlichkeit so immens höher, dass du wesentlich mehr Interessenten anziehen wirst? Und zwar unter Einbeziehung aller Faktoren. Standort, die Mikro- und natürlich die Makrolage, das Drumherum wie Infrastruktur. Ist es eine beliebte Wohngegend? Ist eine nicht so beliebte Wohngegend? Also das sind natürlich auch alles Faktoren, die Fähigkeiten einer Immobilie, wie bei einem Menschen, die Fähigkeiten, aber auch die Soft Skills, also dieses wirkliche Drumherum um eine Immobilie. Also ist der Ausblick vom Balkon auf den Friedhof oder ist der Ausblick in ein schönes Waldstück hinein oder auf eine schöne große grüne Wiese? Das ist ein Unterschied. Ja? Habe ich eine gute Infrastruktur in der Nähe, optimale Verkehrsanbindung? Ja? Habe ich eine gute, solide Nachbarschaft oder habe ich sozusagen, muss ich Angst um mein Leben haben an dem Standort, wo die Immobilie steht? Das sind die wichtigen Faktoren, die auch natürlich eine Rolle spielen und sich eben in dem sogenannten Marktanpassungsfaktor beziehungsweise generell in Zuschlägen oder Abschlägen widerspiegeln. So, das nur mal so ein paar Grundlagen. Jetzt kommen wir zu dem Weg. Du musst eine Sache beachten. Wenn du eine Immobilie wirklich professionell ermitteln willst, dann musst du nach Ähnlichkeiten, nach Gleichheiten suchen. Also nach Maßstäben, wie du eine Immobilie ins Verhältnis zu anderen setzen kannst. Und dazu gibt es zum Beispiel eben die Tools, wo du Angebotswerte mit ermitteln kannst. Das können zum Beispiel Dinge sein wie Geomap, Price Hubble, Estimata, nur um mal drei zu nennen. Das ist das eine. Und zwar hier gehe ich wie folgt vor. Eine ganz grobe erste Berechnung der Immobilie. Und glaube mir eins, wenn ich eine Immobilie rechne und ich behaupte das nicht nur, sondern ich kann es auch, dass ich vom Rechner aus in ganz Deutschland an jedem Winkel eine Immobilie tipptopp 1A bewerten kann, ohne dass ich überhaupt jemals in dieser Immobilie gewesen bin. Das funktioniert, wenn du die Grundlagen und die Feinheiten vor allen Dingen beherrschst. Also, ich schaue mir zuerst mal die Immobilie an
die Eckdaten und dann versuche ich erstmal über Angebotswerte, die aktuell im Markt sind, und schaue mir die Quadratmeterpreise an. Ja? Das ist eine stabile Größenordnung, nämlich Quadratmeterpreise. Ich gebe dir ein Beispiel. In Geomap, cooles Tool, solltest du dir anschauen, einfach Hinweise geben, dass du von Bosbach kommst oder Hinweis über Bosbach bekommen hast. Macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ein sehr, sehr geiles Tool. Und hier kannst du Dinge berechnen, wie den untersten, also das unterste Quartil heißt den geringsten Quadratmeterpreis. Aus den unterschiedlichen Quartalen, erstes Quartal 2023, zweites Quartal, letztes Jahr, historische Daten, kannst du alles ermitteln. So, das heißt, du hast unterschiedliche Quadratmeterpreise, die du genau dir anschauen kannst. Also hast du eine Immobilie, zum Beispiel aus 1990, dann würde ich natürlich niemals den obersten Quadratmeterwert nehmen. Alleine schon deshalb, weil der oberste Quadratmeter, also der höchste Wert, natürlich sehr viele Neubauimmobilien drin sind. Also ich schaue mir das genau an und rechne jetzt zum Beispiel den Quadratmeter Wohnfläche mal dem schlechtesten Wert, dem Median, dem mittleren Wert, dem höchsten Wert. Also ich lege die alle nebeneinander, wie eine Art Tabelle. Das kannst du auf einem Blatt Papier machen. So, damit fange ich mal an, überhaupt so eine erste Orientierung zu bekommen. Wenn ich das gemacht habe, dann schaue ich mir an, okay, was gibt es denn sonst noch an Daten, an Vergleichsdaten? Aktuell befindlicher Immobilien im Markt. Dass ich ein Gefühl kriege. Und glaube mir eins, eine coole Wertermittlung, da kannst du auch mal ganz schnell einen ganzen Tag mit verbimmeln, weil es die grundlegendste Arbeit überhaupt ist. Und was du auf keinen Fall tun solltest, ist, dich in irgendeiner Weise manipulieren zu lassen von einem Verkäufer und von seinen Vorstellungen. Mach das auf gar keinen Fall. Du bist wie ein Mensch, der in einem Turm sitzt und auf etwas draufschaut. Und ich lasse mich nicht beeinflussen von nichts und niemandem. Meine Aufgabe ist, in dem Moment, wo ich eine Immobilie bewerte, habe ich die Verantwortung, ausschließlich eine professionelle Bewertung zu machen. Da bin ich nicht der Einkäufer, da bin ich nicht der Verkäufer, sondern bin ich nur der Immobilienbewerter. Ja, nur der Immobilienbewerter. Und das gucke ich mir an. So, Hammer, erster Punkt, erste Orientierung, aktuelle Markt- und Quadratmeterpreise. Dann nehme ich mir das nächste Thema. Jetzt schaue ich mir mal die Vergangenheit an. Heißt Grundstücksmarktbericht. Gucke ich mir auch an, detailliert, was tut sich da. Auch da hole ich mir alle Zahlen, wie Liegenschaftszins, wenn es über den Ertragswert geht. Ich hole mir den Marktanpassungsfaktor. Ich hole mir auch hier die Quadratmeterpreise und schaue mir das an. Ist natürlich in 2023 ein bisschen problematisch. Warum? Weil es geht um das Jahr 2022. Da haben wir ein geteiltes Jahr vor der Zinswende, nach der Zinswende. Also das heißt, 2024 wird es ein bisschen entspannter oder nicht entspannter, sondern da haben wir wieder neue Daten, weil 2023 ein komplettes Jahr Zinswende, also neue Werte stattfinden. Gucken tue ich aber trotzdem. So. Bei Grundstückswerten genau das Gleiche, also Bodenrichtwerten gucke ich auch rein. So, wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich mir das nächste. Das sind jetzt schon 2-3 verschiedene Quellen. Jetzt nehme ich das nächste, jetzt fange ich an, Ertragswert, Sachwert zu berechnen. Und zwar genau und vernünftig. Und auch hier den Ertragswert kann ich wieder wunderbar runterrechnen auf den Quadratmeter nachher, weil ich habe ja das Endergebnis, den Wert, teile das durch die Quadratmeter und habe wieder einen Quadratmeterpreis. Verstehst du? Und jetzt kriegst du auf einmal, das ist wie so ein Hologramm, was hochgeht, wo du auf einmal die ganzen Daten vergleichbar machst über den Quadratmeterpreis. Das Gleiche machst du mit dem Sachwertverfahren, machst du genau das Gleiche. So hast du nachher 5, 8, 10, 12 verschiedene Werte und du wirst feststellen, wenn du das ganz akribisch tust, wenn du natürlich mehr erfahren willst und alle Details, dann musst du zu mir ins Coaching kommen, da erkläre ich das alles ganz genau. Aber um es hier mal in dem YouTube-Video super und sauber exakt zu erklären, ist, du brauchst sehr viele Daten, um dann zu erkennen, was sind hier die entscheidenden, die kriegsentscheidenden Werte. Und du wirst dann sehr schnell feststellen und ein Gefühl für die Immobilie bekommen. Ja, und hast auch
so gute Daten, dass du diese verteidigen kannst nachher im Gespräch mit dem Verkäufer. Also wenn du das so machst, Ertragswert, Sachwert, alle Marktdaten zu recherchieren, die dir zur Verfügung stehen und die aktuellen Angebotswerte und natürlich Vergleichsobjekte und nochmal den Gutachterausschuss, dann hast du nachher 5 bis 10 verschiedene Werte auf unterschiedlichen Ebenen und du wirst auf jeden Fall eines sein. Du wirst dir sicher sein. Sicher, was den Wert der Immobilie angeht. Und jetzt kannst du das abgleichen. Und wenn du das gemacht hast, dann ziehst du, wenn du so willst, die nächste oder du stülpst die nächste Verantwortung über dich drüber und gehst dann in die Rolle, in die nächste Rolle rein. Jetzt bist du der Stratege, jetzt bist du der Verkäufer bzw. der Einkäufer und überlegst dir eine Strategie, wie kannst du diese Immobilie wirklich ideal verkaufen. Ja? Und dann kannst du auch vernünftig und ordentlich mit dem Verkäufer sprechen, weil du so viel Munition hast, die du liefern kannst. Aber eine Sache, und da wirst du nie dran vorbeikommen, egal was du tust, ob im Einkauf oder im Verkauf, du musst am Ende ein guter Verkäufer werden, also exzellent kommunizieren lernen, um diese ganzen Daten auch sauber kommunizieren zu können. Weil eines darfst du jetzt nicht machen. Diese ganzen Informationen sozusagen wie ein Omnibus oder mit einem Omnibus den Verkäufer anzufahren, weil dann wirst du eines feststellen, der Verkäufer kippt um, weil er wird es nicht verstehen. Das Ganze wird zu steil für den Verkäufer. Zu viele Informationen. Also du musst in der Lage sein, nachher diese ganzen Informationen, was ich dir gerade erklärt habe, so einfach und simpel runterzubrechen, dass der Verkäufer verstehen wird, was der Hintergrund und was die Basis ist und was der tatsächliche Wert ist, mit dem man in den Markt geht. So wäre es extrem professionell und vor allen Dingen du kommst deiner Pflicht nach, ein Experte zu sein und Experte in der Bewertung von Immobilien. Lass es einfach mal sacken und sorge bitte, ich bitte dich wirklich darum, sorge dafür, eben nicht mehr einfach nur Pi mal Daumen Aufträge anzunehmen oder dem Verkäufer irgendwelche Pi mal Daumen Daten zu liefern, ja, und dann darauf zu hoffen, dass du erfolgreich eine Immobilie verkaufst. Das wird nämlich in der jetzigen Marktphase so nicht funktionieren. Du wirst vielleicht das ein oder andere Mal Glück haben, aber wenn du wirklich auf Champions League Niveau aktiv sein willst, dann kommst du an wirklich seriöser Grundlagenarbeit zur Bewertung von Immobilien nicht dran vorbei. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin. Ciao.